Es gibt nichts Tolleres als Schlumpfballspiel nach einem Picknick. Ja, da fang. Ich bevorzuge den Picknickteil. Achtung, Totti! Das Spiel gefällt mir mehr und mehr und mehr. Ich hol ihn. Hab ihn. Hey, das ist nicht unser Schlumpfball. Oh, eine Kristallkugel und so schön. Sie sieht aus, als könnte man sie essen. Lass sie uns mit ins Dorf nehmen. Gute Idee. Es ist schon fast Mittag. Sie haben den Köder. Hört mal her, ihr Trolle. Bald werden wir die Welt da oben genauso regieren wie die hier unten. Aber Krag, die Sonnenschutzschilder sind noch nicht fertig und ohne sie können wir nicht ans Tageslicht. Wir sind zu wenige dafür, auch für das Feuer, damit es nicht ausgeht. Mach dir keine Sorgen, bald haben wir viele kleine blaue Sklaven, die für uns arbeiten werden. Oh, Papa Schlumpf, mir geht es aber gar nicht gut. Ist es zu spät? Nein, nur zu voll. Ach, wisst ihr, das müssen die wenigen Nüsse gewesen sein. Oder die Schlumpfbeeren. Oder vielleicht die Waldpilze oder die wilden Zwiebeln. Vielleicht waren es auch die Sonnenblumenkerne oder... Totti, hör auf, du machst uns ja ganz krank. Ich hasse krank machen. Ruh dich erst mal ein bisschen aus. Ich werde dir ein Schlumpfmittel mischen. Ja, Papa Schlumpf. Oh, ich werde nie wieder etwas essen. Naja, vielleicht nicht gerade nie. Hier, Totti, behalt sie. Vielleicht hast du Freude dran. Oh, schönen Dank, Handy. Aber das bin ich ja. Und all die Leckerbissen, von denen ich geträumt habe. Ich kann sie richtig schmecken. Boom! Willkommen, Sklave! Sklave? Warte mal, wer bist du? Und was hast du mit mir vor? Hey, Totti, ich habe genau das Richtige für dich, damit du dich besser fühlst, nämlich mich. Totti? Sag mal, wo bist du denn? Totti? Oh, was ist denn das? Das ist ja wie ein Spiegel, nur noch besser. Beauty! Totti, was tust du denn hier? Beziehungsweise, was tue ich denn hier? Nicht reden, sondern arbeiten. Ja, 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 Sir. Ja, ja, Sir. Das wird Totti wieder auf die Beine bringen. Ist ja komisch. Keine Schlümpfe weit und breit. Wo ist Farmi-Schlumpf? Wisst ihr das nicht? Und Hefti sollte doch das Holz hacken. Au! Und Schlumpfine hat ihr Bild nicht fertig gemalt. Wo sind sie denn bloß alle? Oh, seht nur, das bin ja ich. Und der süße Vogel. Nein, das bin ich. Und ich bin stärker, als ich je zu träumen gewagt hätte. Seht nur, das ist die Ernte, von der ich immer geträumt habe. Sobald sie die Kristallkugel anfassen, werden wir sie alle haben, den ganzen blauen Haufen. Hey, lass mich jetzt nicht noch schön. Na du doch auch. Lass Totti Luft zum Atmen. Wo ist er überhaupt? Und was macht diese Kristallkugel hier? Ich hab sie gefunden, Papa Schlumpf. Ist sie nicht schlumpfig? Du kannst die schönsten Träume in ihr sehen. Oh, na ja, Träume sind wichtig, so viel ist sicher. Aber ohne harte Arbeit gehen sie nur selten in Erfüllung. Jetzt aber zurück an eure Arbeit. Wieso? Das bin ja ich. Ah, ja, eine große Persönlichkeit. Ja, nur weiter so, Schlümpfe. Fass sie an, fass sie an! Was ist passiert? Verdammt, die Blauen haben die Kugel zerbrochen. Danke, Schlümpfe. Wenigstens können sie jetzt nicht noch mehr von uns fangen. Oh doch, das können wir. Hier, leg draußen eine andere Kristallkugel hin. Das hat den Schlümpfen gefallen. Sie werden noch mehr sehen wollen. Oh nein! Au! Au! Los, arbeitet weiter, Sklaven!
Hört zu, Schlümpfe, die Tagträumerei ist vorbei. Hol Torti und Beauty und lasst uns zurück an die Arbeit gehen. Du nicht, Handy. Sag mal, glaubst du, du könntest vielleicht noch so eine Kristallkugel finden? Tja, ich weiß nicht, Papa Schlumpf, aber ich kann mich ja mal umsehen. Gut, ja, tu das nur. Ich kann gar nicht abwarten zu sehen, wie mein Traum ausgeht. Ich glaube, hier war's. Hm? Oh, fein! Heute muss mein Glückstag sein. Hm? Hä? Was ist das für ein Geräusch? Hier seid ihr. Handy. Handy. Was tut ihr denn hier? Die Kristallkugel hat uns hierher gebracht. Es war Zauberei. Und die alten bösen Trolle zwingen uns, ganz schlimme Arbeit zu verrichten. Hol schnell Hilfe, solange du noch kannst. Du gehst nirgendwo hin, außer zur Arbeit. Ich komme mit Verstärkung zurück. Lauf, Handy. Hinterher. Er darf nicht entkommen. Ja, schnell zurück! Ja. Trolle, wir müssen uns sofort etwas einfallen lassen. Was können wir denn tun, Krach? Ja, da gibt es wirklich nur eins. Folgt mir! Papa Schlumpf! Papa Schlumpf! Sehr gut, Handy, du hast deine gefunden. Oh nein, Papa Schlumpf, nicht! Handy, wenn ich fertig bin, kriegst du sie wieder. Aber Papa Schlumpf, es ist eine Falle. Ja, ja. Eine Falle? Beauty und Torti sind von den Trollen gefangen worden und alles nur deswegen. Du erzählst mir besser die ganze Geschichte, Handy. Hefty, wir können jetzt noch nicht aufhören. Papa Schlumpf sagt immer, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Exzellent, grab weiter. Bald werden uns alle Schlümpfe gehören. La 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 la. Ein Sinnesschlumpfung. Ich muss wohl zu lange in der Sonne gelegen haben. Der Mais wächst ja auf einmal nach unten statt nach oben. Und dann bin ich ins Dorf gelaufen. Harmonie, Blasalarm. Wo sind die bloß alle? Verschwunden. Verschwunden? Ja, du willst uns so verschlumpfen, Muffy. Das sind die Trolle. Ich hasse Trolle. Hey, lass mich los. Schnell, halt den Papa Schlumpf fest. Sieh! Das Licht! So ist das also. Die Trolle mögen kein Licht. Aber Schlümpfe mögen sie. Darauf, da sind wir sicher! Nein! Die kommen sogar durch den Fußboden. Was sollen wir nur tun? Warte mal, ich glaube, ich hab's. Wenn die Kristallkugel Schlümpfe unter die Erde ziehen kann, dann müsste das mit Sonnenlicht auch möglich sein. Oh, ihr lausigen, widerlichen Trolle, ihr werdet mir nicht so einfach davonkommen. Eure letzten beiden Freunde da oben sind es, die nicht davonkommen werden. Ja, die Kristallkugel, irgendwas geht schief. Sonnenlicht! Kommt mit, es scheint zu funktionieren. Alle Ausgänge versperren! Lass keine Schlümpfe rein oder raus! Ja, Krank! Das Licht! Das Licht! Wir sind gleich da, Papa Schlumpf! Oh! Halt! Bist du ein Troll oder ein Schlumpf? Ein Troll! In Ordnung! Passieren! Papa Schlumpf! Entschuldigen Sie, darf ich mal eben den Hammer haben? Was ist das? Das Licht, es ist weg! Ja, und damit auch all unsere Schlümpfe. Noch nicht, noch nicht! Schlümpfe, zieht doch, zieht! Wir ziehen ja, wir ziehen ja! Zieht, Trolle, jetzt gehören sie alle uns!
Sie war sowieso nichts mehr wert, seit die Schlümpfe ihr Geheimnis kannten. Fangt an zu graben. Wir müssen uns tiefer ansiedeln. Wir dürfen nie wieder so dicht unter die Oberfläche kommen. Ja, noch mehr graben. Und keine Sklaven, die uns helfen. Nicht reden, sondern arbeiten. Also als Spiegel könnte man sie noch gebrauchen. Aber sie zeigt keine Träume mehr. Ich habe mir dafür ein neues Spiel ausgedacht. Fertig, Hefti? Fertig, Schlumpfine. Und los! Großartig, Schlumpfine. Hey, jetzt ich mal. Nein, ich hab's zuerst gesagt. Jetzt los, ich mal gib mir die Kugel. Oh, Papa Schlumpf, wirf doch auch mal. Nein, ich habe noch viel zu tun. Ihr könnt gern weiterspielen, aber erst macht eure Arbeit, also geht schon. Ja, Papa Schlumpf. Volltreffer! Na ja, immer nur arbeiten, ohne dazwischen mal zu spielen, macht Papa auch keinen Spaß.